Nach Wumms sieht das eher nicht aus. Ganz anders als der Weg in die Downing Street. Keir Starmer hat seine Labour Party nach 14 Jahren Auszeit in der Opposition mit einem erdrutschartigen Sieg wieder zurück auf die Regierungsbank geführt. Und das nicht etwa mit großen Wahlgeschenken, sondern mit einem anderen Politikangebot. My government will serve you. Politics can be a force for good. We will show that. We've changed the Labour Party, returned it to service. And that is how we will govern. Country first, party second. Man könnte fast sagen, die Briten und Starmer, die sind in der Honeymoon-Phase. Und dafür gibt es vor allem einen Grund, und das ist der Kontrast zu seinen riesigen Vorgängern. Was Starmer in seiner ersten Rede direkt klargemacht hat, ist, er hat immer gesprochen von Government of Service und for the people und so weiter. Also er sieht sich in einer Tradition, wo er sozusagen dem Volk dienen möchte, und er bringt eine neue Ernsthaftigkeit ins Amt, ein Mindestmaß an Seriosität. Und das ist eben der große Kontrast zu seinen Vorgängern, zu den Lügen von Boris Johnson und auch der Leichtfertigkeit, mit der Liz Truss sozusagen die wirtschaftliche Glaubwürdigkeit der Regierung aufs Spiel gesetzt hat in ihrer Amtszeit. Und jetzt ist so ein Aufatmen zu spüren, dass sich in dieser Aufbruchstimmung wirklich geendet ist. Die vergangenen Jahre waren für Großbritannien gespickt mit Brexit-Chaos, den Eskapaden von Partygate-Premierminister Boris Johnson und einer von ständigen Führungswechseln und Irrwegen geprägten konservativen Partei. Eine Steilvorlage für die Opposition. The country's got nothing to show for it except the destruction of the economy and the implosion of the Tory party. I've got the list here. 45p tax cut, gone. Corporation tax cut, gone. 20p tax cut, gone. 2-year energy freeze, gone. Tax-free shopping, gone. Economic credibility, gone. And her supposed best friend, the former Chancellor, he's gone as well. They're all gone. So why is she still here? Yeah! Starmer ist also eher aufgrund der Schwäche des Gegners ins Amt gekommen. Doch seine Beliebtheitswerte sind in den 3 Wochen seit der Wahl erheblich gestiegen. Wie lange hält das an? Dieses anfängliche Gefühl des Verliebtseins wird sich abnutzen. Und ich glaube, ein Grund dafür wird sein, wie Starmer mit der eigenen Partei und dem Ärger, der ihn dort droht, umgeht. Man hat das jetzt schon gesehen. In dieser Woche gab es die ersten schlechten Schlagzeilen für ihn. Bei einer der ersten einigermaßen heiklen Abstimmungen gab es 7 Abweichler. Da ging es um die Sozialleistungen für Familien mit mindestens 3 Kindern. Und Starmer möchte da die Sachen, die die Tories eingeschränkt haben, nicht zurücknehmen oder nicht sofort zurücknehmen, einfach weil kein Geld da ist. Und da gab es 7 Abweichler und Starmer hat sehr hart reagiert. Er hat die direkt ausgeschlossen aus der Fraktion für 6 Monate, dann wird das Ganze überprüft. Und das hätte er nicht tun müssen. Das war ein Signal an die eigenen Leute, an den linken Parteiflügel, in alle 7 waren vom linken Parteiflügel, der Jeremy Corbyn nahesteht. Und es war ein Signal nach dem Motto, das, was ich getan habe in den vergangenen Jahren, wie ich die Partei verändert habe, das, was seine Kritiker einen autoritären Stil nennen, das wird er weiter fortführen. Starmer und sein Kabinett stehen für einen grundlegenden Wandel. Direkt zu Beginn kippte die Regierung die höchst umstrittenen Pläne der Tories in der Migrationspolitik. Auch möchte Starmer sein Land wieder näher an die EU heranrücken. Zwar ohne Zollunion und Binnenmarkt, dafür aber in Sicherheits- und Energiefragen. Allemal herausfordernd dürfte hingegen werden, das Vereinigte Königreich selbst zu reformieren. Ich glaube, die ersten Starmer-Jahre, man weiß natürlich noch nicht, wie lange er regiert, aber die ersten Starmer-Jahre werden geprägt sein einfach vom fehlenden Geld. Er hat versprochen, das Land zu verändern. Er möchte Sachen umsetzen, die Investitionen erfordern. Das Vereinigte Königreich ist in einem dramatischen Zustand. Die Schulen bröckeln, die Gefängnisse sind überfüllt. Es bräuchte wirklich überall Investitionen in die Infrastruktur in diesem Land. Und Starmer hat dieses Geld nicht. Er hat einen Plan. Er möchte die Wirtschaft wieder wachsen lassen, mehr Geld einnehmen und es dann investieren. So ähnlich wie Tony Blair damals, der ab 97 regiert hat und das genauso getan hat. Und das war auch einigermaßen erfolgreich. Aber alles wird davon abhängen, ob Starmer Spielraum hat für diese Ausgaben, indem er Wachstum generiert oder nicht.
Eine Konstante aber ist den Briten trotz Regierungswechsel noch erhalten geblieben.